Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 42, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Aktuelle Stunde, endlich Nein heißt Nein, Veränderung des Sexualstrafrechts, auch dank des Einsatzes von Hessen. Das Wort hat die Frau Kollegin Erfurth, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit der Verschärfung des Sexualstrafrechts hat der Bundestag in der letzten Woche endlich eine schmerzhafte Lücke im Sozialstrafrecht geschlossen. Er hat damit eine wichtige Forderung vieler Frauenverbände und Frauenorganisationen quer durch alle Parteien endlich aufgegriffen und dafür gesorgt, dass künftig auch im Sexualstrafrecht Nein, Nein heißt. Ich bin sehr froh, dass der Bundesjustizminister Heiko Maas noch die Kurve gekriegt hat und seinen ursprünglichen Gesetzentwurf an diesem Punkt deutlich nachgebessert hat. Sexuelle Handlungen gegen den erklärten Willen einer Person stehen künftig unter Strafe, und das ist auch gut so. Die Opfer, und in der Mehrzahl der Fälle sind das Frauen, muss künftig nicht mehr nachweisen, dass es sich auch hinreichend gewehrt hat. Und es bleibt der Frau nach dem Trauma eines sexuellen Übergriffes künftig erspart, auch noch nachzuweisen, dass sie sich hinreichend gewehrt hat, dass sie Abwehrverletzungen hat und dass sie auch die Fragen beantworten muss, warum sie denn sozusagen Opfer einer Gewalttat geworden ist oder aber, dass sie an Leib und Leben bedroht worden ist. Diese Situation müssen künftig die Opfer von sexuellen Übergriffen nicht mehr ertragen. Und dieser Erfolg, meine Damen und Herren, hat viele Mütter. Und ein paar davon gibt es auch in Hessen. Und darum will ich ausdrücklich Danke sagen. Danke all jenen Vereinen und Verbänden, die über ihre Netzwerke Lobbyarbeit gemacht haben, z.B. all die Vereine und Verbände, die auch im Hessischen Frauenrat zusammengeschlossen sind und die gemeinsam für ein so wichtiges frauenpolitisches Anliegen aufgetreten sind und über ihre Netzwerke die Forderungen eingespeist haben. Ich will auch ausdrücklich Danke sagen in Richtung der Justizministerin Eva Kühne-Hörmann. Denn Sie haben bei den Beratungen im Bundesrat über die Parteigrenzen hinweg mitgeschoben, mitgezogen und dafür mitgesorgt, dass an der parlamentarischen Beratung in einem Gesetzentwurf, der sich im Beratungsgang im Bundestag befand, noch nachgebessert wurde. Und Sie haben damit mit dafür gesorgt, hier aus der Hessischen Landesregierung, dass an dem entscheidenden § 177 endlich Nachbesserungen vorgenommen worden sind. Sie erinnern sich vielleicht auch, dass wir zum Frauentag eine entsprechende Debatte dazu geführt haben. Meine Damen und Herren, mit der Änderung des Sexualstrafrechts wird jetzt endlich auch die Istanbul-Konvention in deutsches Recht übernommen. Diese Istanbul-Konvention, die im Artikel 38 vorschreibt, dass Gewalt Geschlechtsverkehr gegen den erklärten Willen einer Person unter Strafe zu stellen ist. Diese Istanbul-Konvention haben bisher 39 Staaten unterzeichnet. Die Unterzeichnerstaaten haben sich zur Verhütung und Bekämpfung von häuslicher Gewalt verpflichtet. Diese Konvention trat 2014 in Kraft. Aber sie wurde von der Bundesregierung bisher nicht umgesetzt. Bundesjustizminister Heiko Maas und auch seine Vorgängerin, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, hielten es nicht für nötig, weil sie der Meinung waren, dass unser Strafrecht die erforderlichen Schritte einleitet. Ich bin sehr froh, dass sich diese Meinung dann durch den geballten Widerstand der Frauenorganisationen auch verändert hat. Das dämpft so ein bisschen meine Enttäuschung darüber, dass der Gesetzentwurf, den die grüne
Landtagsfraktion bereits im Juli 2015 eingebracht hatte, nicht zum Erfolg führte. Auch da hieß es immer noch, wir haben keinen Handlungsbedarf, und wir setzen alles um, was erforderlich ist. Von daher bin ich sehr, sehr froh, dass hier die Kurve gekriegt wurde und dass dieser unerträgliche Zustand, dass sexuelle Übergriffe nur dann gerichtlich verfolgt werden konnten, wenn eine Frau sich hinreichend zur Wehr gesetzt hat, dass dieser unerträgliche Zustand endlich überwunden ist. Die Frauenverbände, Frauennotrufe und der Deutsche Juristinnenverband hatten eine ganze Reihe unerträglicher Fälle gesammelt, in denen feststand, wer Opfer und wer Täter war, und bei dem aber trotzdem, weil das Strafrecht es nicht so vorsah, eine Verfolgung nicht nötig war. Meine Damen und Herren, dieser Spuk hat jetzt ein Ende, auch dank der Unterstützung aus Hessen. Nein heißt jetzt endlich Nein. Vielen Dank, Kollege Erfurth. Das Wort hat der Abg. Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE, Frankfurt Nordend. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch wir als Fraktion DIE LINKE, auch ich empfinde große Freude dabei, dass wir jetzt endlich gesetzlich verankert haben den Grundsatz, für den wir lange gestritten haben, nämlich Nein heißt Nein. Und für diesen Grundsatz, ich will das ausdrücklich betonen, haben seit vielen Jahren zahlreiche Frauen, ihre Verbände und Organisationen gekämpft. Und das zeigt wieder einmal, dass in Parlamenten etwas umgesetzt wird, wofür außerparlamentarisch Mehrheiten in der Gesellschaft gewonnen werden. Und das ist gut so. Es ist gut, dass nun nicht mehr mit Zwang ein entgegenstehender Wille gebrochen werden muss, sondern die Äußerung, die alleinige Äußerung eines entgegenstehenden Willens, in welcher Form auch immer, ausreicht, um auch strafrechtlich von Belang zu sein. Meine Damen und Herren, das ist ein Paradigmenwechsel. Es ist ein wichtiger Fortschritt, da der Grundsatz des sexuellen Selbstbestimmungsrechts jetzt im Vordergrund steht. Das sexuelle Selbstbestimmungsrecht hat den Wert, und es wird nicht mehr gemessen an der Intensität von Gewalt, die diesen brechen wollte. Meine Damen und Herren, es ist ein Erfolg vor allem der Frauen in den Beratungsstellen und Notrufen, die mit ihren Organisationen und Verbänden seit sehr vielen Jahren dafür gekämpft haben, selbstverständlich auch hier in Hessen. Ich möchte Ihnen allen ausdrücklich dafür danken. Und ich bin mir sicher, bei allem Engagement einer Justizministerin oder eines Justizministers, ich bin mir sicher, ohne die vielen Frauen in diesen Beratungsstellen und Notrufen wären wir heute tatsächlich noch nicht so weit. Nun ist ja jetzt nicht alles gut mit diesem neuen Gesetz aus dem Bundestag letzte Woche. Wir werden weiterhin das Problem haben in der Strafverfolgung, dass Aussage gegen Aussage steht. Wir werden jetzt dazu kommen, so ist die allseitige Vermutung, dass jetzt mehr Anzeigen gestellt werden, dass mehr Anzeigen auch zu Strafverfahren führen und vielleicht auch zu mehr Verurteilungen führen. Ich sage ganz ausdrücklich, unser Ziel ist aber, dass es zu weniger Vergewaltigungen kommt. Und, meine Damen und Herren, dieser Trendwende, Paradigmenwechsel, habe ich gesagt, ist ja auch in unserer Gesellschaft gefährdet durch Tendenzen des familienpolitischen und kulturellen Rollbacks, nicht nur, aber insbesondere der Alternative für deutsche, weiße, alte Männer. Auch dagegen gilt es nach wie vor zu kämpfen. Zwei letzte Bemerkungen
die meine Fraktion hier, meine Fraktion im Bundestag, meine Partei insgesamt richtig geärgert hat bei diesem Gesetz letzte Woche im Deutschen Bundestag, ist die Verknüpfung der Regelung für sexuelle Selbstbestimmung mit Sippenhaft und mit der Erleichterung von Abschiebung. Letzteres ist kurzfristig in den Gesetzentwurf aufgenommen worden, und es bedient genau diese Vorurteile, die ich gerade angesprochen habe, dass Vergewaltigung ein Problem sei, was mit Zuwanderung zu tun hätte. Das ist nicht so. Ich will das ausdrücklich so sagen. Es ist ein Problem auch unserer Kultur, und es ist ein Problem der unmittelbaren Beziehungen, der unmittelbaren Familie, der unmittelbaren Bekanntschaften. Davon abzulenken, ist einfach falsch. Außerdem finden wir es durchaus problematisch, dass jetzt in dieser Regelung eine pauschale Verurteilung der Beteiligung an einer Gruppe, aus der heraus sexuelle Übergriffe stattfinden, auch wenn ich das selber gar nicht mitbekommen habe. Das ist nahe an Sippenhaft dran und dreht vor allen Dingen den Strafrechtsanspruch, dass man Schuld auf sich geladen haben muss, vollkommen um. Im Effekt kann ein sexueller Übergriff durch eine Person allen anderen aus einer solchen Gruppe zugerechnet werden, auch wenn sie davon einmal nicht gemerkt haben, nichts davon wussten. Das sind, Kollege Dr. Wilken, Sie müssen zum Schluss kommen. Mein letzter Satz, Herr Präsident. Das sind zwei Schatten auf diesem Gesetz, das wir ansonsten sehr begrüßen. Nein heißt endlich Nein. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Wilken. Das Wort hat die Frau Abg. Claudia Ravensburg, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Nein heißt Nein, drei Worte, die das deutsche Sexualstrafrecht in der letzten Woche grundlegend verändert haben und die so wichtig sind, dass auch ich sie heute noch einmal ausdrücklich erwähnen möchte. Bereits im März in unserer Debatte zum Weltfrauentag haben wir gemeinsam hier die Verschärfung des Sexualstrafrechts gefordert. Und, Kollegin Erfurth hat es gesagt, herzlichen Dank an unsere Justizministerin Eva Kühne-Hörmann, die gerade auch in dieser Debatte erklärt hat, dass Hessen der Bundesratsinitiative zur Verschärfung des Sexualstrafrechts beitritt. Und die damit auch einen wichtigen Beitrag dazu geleistet hat, dass der Gesetzentwurf von Bundesjustizminister Maas deutlich verbessert worden ist, deutlich verschärft wurde und dass die Änderungen, die der Bundesrat empfohlen hat, auch in das Gesetz übernommen worden ist. Künftig, meine Damen und Herren, ist die rote Linie immer dann überschritten, wenn gegen den erkennbaren Willen des Opfers verstoßen wird. So hat es die Bundestagsabgeordnete Elisabeth Winkelmeier-Becker im Bundestag formuliert. Vergewaltigung ist es nämlich auch dann, wenn sich das Opfer nicht wehrt. Das war eine unserer ganz wichtigen Forderungen. Erstmals steht auch die sexuelle Belästigung unter Strafe. Krapschen, meine Damen und Herren, ist ein massiver, traumatisierender Übergriff und kann jetzt endlich auch strafrechtlich belangt werden. Seit Anfang des Jahres, Herr Dr. Wilken, und das kann man auch nicht ignorieren, sind bereits über 1.000 Übergriffe registriert worden. Meist sind es Frauen und Mädchen, die Opfer wegen sexueller Übergriffe geworden sind. Und das Strafrecht war völlig unzulänglich, um ihnen zu helfen. Opfer fühlten sich als Freiwild, Täter wurden geschützt. Auch weil sich Täter in Gruppen zurückziehen konnten, die sie erst auch stark machten. Und Täter fanden in diesen Gruppen auch Sicherheit vor Rechtsverfolgung, weil der konkrete Täter oftmals nicht zu identifizieren ist.
Kritiker haben gesagt, Straftaten aus Gruppen sind schwer zu beweisen. Ja, das ist so. Aber soll der Staat deshalb ohnmächtig zusehen? Nein, ich finde, es war richtig, den Straftatbestand für Übergriffe, die aus Gruppen heraus begangen werden, zu schaffen. Der Rechtsstaat hat hier ein Zeichen gesetzt, dass wir so ein Handeln nicht tolerieren. Meine Damen und Herren, es bleibt trotzdem unsere Aufgabe, dass ein sexueller Übergriff auch bewiesen werden muss. Aber das spricht keinesfalls gegen die Gesetzesnovelle, sondern fordert uns umso mehr heraus, für größtmögliche Sicherheit und Abschreckung durch Polizeipräsenz bei Großveranstaltungen zu sorgen, durch den Einsatz von Videoüberwachung und Bodycams signalisiert gerade auch die hessische Polizei, dass Täter oder Tätergruppen jederzeit damit rechnen müssen, identifiziert zu werden. Zudem setzt das neue Recht ein deutliches Zeichen, dass der Rechtsstaat Gewalt gleich welcher Form nicht toleriert. Übergriffe gegenüber Frauen wie Grapschen sind nämlich keinesfalls ein Kavaliersdelikt, sondern Grapschen ist klarer Eingriff in das sexuelle Selbstbestimmungsrecht des Opfers. Die jetzt beschlossene Strafrechtsnovelle ist deshalb auch ein großer Erfolg der Frauenverbände, auch unserer Frauenunion, die sich schon lange für die weitergehende Reform eingesetzt haben. Und auch der Landesfrauenrat, Frau Kollegin hat es erwähnt, hier in Hessen hat klare Zeichen gesetzt. Sie sind nämlich Zeichen, dass es keine Toleranz gegenüber Tätern gibt, die Grenzen überschreiten und den Opfern, meist Frauen und Mädchen, großes körperliches und seelisches Leid zufügen. Deshalb, meine Damen und Herren, ist die Strafrechtsreform ein großer Erfolg für uns Frauen und genau der richtige Weg. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollegin Ravensburg. Das Wort hat der Abg. Florian Rentsch, Fraktionsvorsitzender der FDP. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nachdem das Thema uns ja schon in verschiedenen Debatten hier im Landtag beschäftigt hat, ich denke zu Recht, Frau Kollegin Ravensburg, darf ich feststellen, das Gesetz kann ja kein Erfolg für die Frauen sein, sondern wenn sich aus dem Gesetz ein Verhalten der Gesellschaft ergibt, das sozusagen nicht mehr zu diesen Übergriffen führt, wie wir sie leider in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder beobachten mussten und feststellen mussten. Das, glaube ich, muss die Wirkung eines Gesetzes sein, ein generalpräventiver Ansatz, der eben dazu kommt und führt, dass Menschen die sexuelle Selbstbestimmung, die Würde des Menschen quasi achten und wahrnehmen und dass es nicht mehr zu Fällen kommt, wie wir sie in Köln, aber auch an vielen anderen Stellen leider diskutieren müssen. Die Zeitungen sind voll davon. Es sind ja zum Großteil Frauen, ein kleiner Teil von Männern, die da in einer Form sozusagen strafrechtlich als Objekt missachtet werden, die zum Schluss aber, ich glaube, Frau Kollegin Ravensburg und auch was Frau Kollegin Erfurth gesagt hat, schon darauf setzen, dass der Gesetzgeber bei der Frage eines Sexualstrafrechts auch ein Recht implementiert, was nachher umsetzbar ist. Und ich sage offen, ich bin bei den Wünschen, auch was Kollegen Wilken gesagt hat, kann ich mich, was die Intention angeht, sehr stark anschließen. Ich hoffe, dass wir auch mit diesem Gesetz zu dem kommen, was wir hier diskutieren. Denn eines ist klar, Recht muss anwendbar sein, es muss durchsetzbar sein. Es muss so sein, dass die Tatbestandsvoraussetzungen eines Straftatbestandes auch nachgewiesen werden können. Und die Kritik, die es von Strafrechtlern, von Menschen, die sich damit beschäftigen, Männer und Frauen im Übrigen, sozusagen, die haben ja klar festgestellt, dass die große Gefahr besteht, dass, ich will es mal vorsichtig formulieren, so eine Art Placebo-Straftatbestand implementiert wird, der nachher aufgrund der Tatsache, dass seine Tatbestandsvoraussetzungen nicht richtig nachweisbar sind, auch nicht zu mehr Verurteilung führen wird, als das bisher der Fall war, dass wir hatten das schon diskutiert, in eine Situation kommen, wo auch dieser Straftatbestand genutzt werden kann zur Falschbeschuldigung. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Konstrukt, was wir hier heute diskutieren. Deshalb, Frau Kollegin Erfurth, ich glaube nicht, dass Frau Leuthauser-Schnarrenberger in der Frage nicht auf der Seite derjenigen ist, die gesagt hat, wir wollen beim Sexualstrafrecht
Verbesserungen herbeiführen, damit solche Übergriffe nicht mehr stattfinden. Aber sie hat zu Recht als, glaube ich, sehr profunde Juristin darauf hingewiesen. Ist gerade Wachwechsel, Entschuldigung, wollte nicht stören. Sie hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Debatte eben eine auf der einen Seite sehr politische ist bei der Frage, was wünschenswert ist, und auf der anderen Seite natürlich die Frage ist, was ist juristisch wirklich umsetzbar. Und ich glaube, dass diese Kritik nicht unberechtigt ist in der Frage. Und wir haben uns ja sehr intensiv damit beschäftigt. Ich habe mich dann gewundert, war ja dann nicht ganz unvorhersehbar, dass nach den Geschehnissen von Köln auch massive Forderungen aus der Politik, ich finde auch nicht zu Unrecht, laut geworden sind, dass wir wehrhafter werden müssen, auch im Rechtssystem. Ich glaube, das ist unbestritten. Und wer die Bilder sieht, kann nur angewidert sich sozusagen, kann nur angewidert sein von dem, was dort passiert ist, wie die Würde des Menschen eben nicht unantastbar war, sondern sie einfach, wo Menschen degradiert worden sind, vor allen Dingen Frauen zu Objekten, das ist etwas, wo der Rechtsstaat, wo aber auch die Zivilgesellschaft gefordert ist. Ich glaube, das sollte unbestritten sein, dass wir gefordert sind in der Frage, so etwas nicht durchzulassen. Aber deshalb glaube ich, die Debatte von Köln hat ein bisschen gezeigt, dass da natürlich auch eine mediale Steigerung des ganzen Sachverhalts erzeugt worden ist. Ich sage ganz offen, der Streit zwischen der Landesjustizministerin und dem Bundesjustizminister, ich will mich da gar nicht einmischen, die machen das so profund und so offen, das ist prima. Aber ehrlicherweise, wer hat es erfunden? Mir ist es zum Schluss egal. Mir ist es wichtig, dass wir in der Frage einen effizienten Straftatbestand bekommen. Und da, glaube ich, sind Zweifel angesagt. Und diese Zweifel muss man auch ehrlich aussprechen. Auf der einen Seite die Hoffnung, dass das, was wir alle, glaube ich, wollen, dass solche Vorfälle nicht mehr passieren, dass das durchgesetzt wird, aber auf der anderen Seite eben auch ein Strafrecht, das dazu führt, dass es dann da wirklich dazu kommt und dass, wenn Straftatbestände verwirklicht worden sind, sie auch verurteilt werden können und nicht wir zu Beweisproblemen kommen, die in dem Gesetz an vielen Stellen angelegt sind, meine Damen und Herren. Deshalb glaube ich, ob den Opfern von Sexualstraftaten durch diese Reform tatsächlich geholfen wird oder ob es eher eine politisch opportune Handlungsweise ist, das wird sich zum Schluss erweisen. Ich hoffe ehrlicherweise, dass meine Vorrednerinnen und mein Vorredner recht haben, dass der Straftatbestand dazu führt. Ich gebe allerdings zu, dass in vielen dieser Debatten, die wir in den letzten Jahrzehnten geführt haben, der politische Wille, mal ein Zeichen zu setzen, leider sich strafrechtlich null ausgewirkt hat. Ich glaube, darüber muss man ernsthaft reden. Und deshalb glaube ich, machen wir auch einen guten Schritt, wenn wir sagen, dass das, was heute hier diskutiert wird, was im Bundestag beschlossen worden ist, und das, was als so kerniger Satz Nein heißt Nein diskutiert wird, dass das hoffentlich auch umgesetzt wird und von den Menschen wahrgenommen wird. Aber ich glaube ernsthaft, dass man sich sehr stark anschauen soll, ob es wirklich effizient ist, was dort gemacht worden ist, auch in einem strafrechtlichen Sinne, nicht nur in einem politischen Sinne. Und deshalb werden wir uns nicht verweigern. Aber ich sage, wir gucken mit einer gewissen Skepsis auf dieses Thema. Wenn es zum Schluss hilft, bin ich der Letzte, der sagt, wir haben etwas falsch gemacht. Wenn es nicht hilft, sollten wir die Diskussion weiterführen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rentsch. Bevor wir in der Debatte weiterfahren, begrüße ich auf der Besuchertribüne das Präsidium des Repräsentantenhauses des Parlaments von Bosnien-Herzegowina, Herrn Bosic, Herrn Čaverović und Frau Tristo. Sie sind innerhalb eines viertägigen Aufenthalts in Hessen. Sie besuchen das Parlament. Und Sie werden begleitet von seiner Exzellenz, Herrn Botschafter Janje Tovic und Herrn Generalkonsul Šaltić. Herzlich willkommen Ihnen allen. Eine schöne Zeit hier bei uns. So, und jetzt hat das Wort die Frau Kollegin Hofmann, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, der 7. Juli dieses Jahres ist ein gutes Datum, ein historisches Datum für die Opfer von Sexualstraftaten, die meistens leider Frauen sind. Dieser griffige Satz „Nein heißt Nein“ passt im Prinzip sehr gut, um zu umschreiben, welche Veränderungen, welchen Paradigmenwechsel es jetzt im Sexualstrafrecht gibt. Ja, wir hoffen auch in der Tat, dass diese grundlegende Reform des Sexualstrafrechts generalpräventiven Charakter hat, dem gesellschaftlichen Wandel, dem gesellschaftlichen Konsens bei diesem Thema natürlich Rechnung trägt. Und da will ich auch darauf hinweisen,
Es ist längst überfällig, dass auch übergeordnetes Recht, die sogenannte Istanbul-Konvention, jetzt damit auch ratifiziert werden kann. Das ist ein wichtiger Punkt in der Diskussion. Es reicht also eben mit dieser Reform, das ist schon ein paar Mal deutlich geworden hier in der Debatte, nun aus, sich über den erkennbaren Willen des Opfers hinwegzusetzen. Es war bisher immer so, dass Sex mit Gewalt oder Gewaltandrohung verbunden sein musste. Und das, meine Damen und Herren, das reicht schon lange nicht aus, um Opfer von Sexualstrafdelikten ausreichend zu schützen, meine Damen und Herren. Ich will dieses Beispiel auch noch einmal ausdrücklich erwähnen, weil das auch viele Frauen empfindlich berührt und betroffen hat, dass das Krapschen an die Brust oberhalb der Kleidung oder zwischen den Schritt, dass es auch nicht strafbar war, weil eben die Erheblichkeitsschwelle gefehlt hat. Auch das ändert sich nun mit dieser Reform, meine Damen und Herren, und das ist gut so. Auch die Schieflage bei der sexuellen Belästigung, die wir oft nur am Arbeitsplatz verfolgen konnten, die wird nun endlich beseitigt. Und, Frau Ravensburg, Sie haben es erwähnt, dass in diesem Gesetz nun auch die Angriffe aus einer Gruppe heraus strafrechtlich verfolgt werden. Da möchte ich nur anmerken und an das anschließen, was der Dr. Wilken gesagt hat, dass es bereits heute schon geltendes Recht ist und ausgereicht hätte, dass die Beihilfe zu Sexualstraftaten natürlich strafbar ist und eine gemeinschaftliche Begehung strafschärfend wirkt. Darauf möchte ich für meine Fraktion noch einmal ausdrücklich hinweisen, meine Damen und Herren. Und es ist deutlich in der Debatte geworden, dass es wichtig ist, das hat Herr Rentsch auch zum Ausdruck gebracht, dass wir den Frauen, das sind ja meist Frauen, die Opfer von solchen Sexualdelikten werden, nicht Steine statt Brot geben. Die neuen Bestimmungen müssen gerichtsfest sein. Sie dürfen keine Beweisschwierigkeiten produzieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich kann Ihnen klar sagen, aus der Praxis heraus, wir haben sehr gut ausgebildete Polizeibeamtinnen und Beamte, Staatsanwälte, die Strafjustiz, die in der Lage ist, in diesen Fällen, wo oft halt eben Aussage gegen Aussage steht, professionell zu ermitteln, ja, welche Aussage ist jetzt glaubhaft, welche Person ist glaubwürdig, das zu bewerten, gegenüberzustellen und dann die richtigen Urteile zu sprechen, meine Damen und Herren, das wird durch diese Reform nur verstärkt und nicht verschlechtert. Und hier vertraue ich auf unsere Strafjustiz und die mit dem Thema befassten Personen. Ja, es ist in der Tat so, dass diese Reform von dem energischen Eintreten vieler Politikerinnen und Politiker, insbesondere Politikerinnen, über alle Fraktionsgrenzen weg, von den Frauen selbst, den Verbänden, den Initiativen, den Frauenrechtlerinnen in einem langen Zehenprozess erstritten und erkämpft worden sind. Und Ihnen gilt der Dank für dieses, was wir jetzt erreicht haben, meine Damen und Herren. Und niemandem anders. Und deswegen finde ich es auch unwürdig, dass hier im Parlament im Klein-Klein, und das kennen wir leider von dieser Justizministerin, geguckt wird, na ja, wer jetzt sozusagen jetzt Mutter oder Vater, hier in dem Fall Mutter dieses Projektes ist. Hessen hat daran, wenn überhaupt nur, das haben Sie, Frau Erfurth, ja selber deutlich gemacht, nur einen kleinen Anteil, leider, weil Frau Kühne-Hörmann entgegen ihrer Darstellung sie in der Bundespolitik eben keine Rolle spielen. Und neben der Tatsache, dass es hier viele Mütter und Väter diese Reform gibt, war es eben die CDU, die über ein Dreivierteljahr diese Reform über das Bundeskanzleramt besonders blockiert hat. Und darauf muss ich an dieser Stelle auf jeden Fall zumindest hinweisen, meine Damen und Herren. Frau Kollegin Hoffmann, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich möchte noch auf zwei wichtige Ausblicke zum Schluss hinweisen, weil wir dürfen hier nicht stehen bleiben, das ist deutlich geworden. Wir müssen
Opfern die Möglichkeit geben, anonym Straftaten dokumentieren zu lassen, damit sie sich in Ruhe überlegen können, zeige ich die Straftat an oder nicht. Zum Zweiten müssen wir die Vernehmung von Opfern einer schweren Straftat dokumentieren können, aufzeichnen können auf Video bei der Polizei, damit der Schutz der Opfer strafprozessuell abgesichert werden kann, meine Damen und Herren. Diese zwei Punkte sind wichtig und viele weitere mehr, die über diese Reform noch hinausgehen müssen. Das müssen wir auf jeden Fall zukünftig absichern, damit der Schutz der Opfer noch weiter verbessert wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat die Justizministerin, Frau Staatsministerin Kühn-Hermann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin zunächst dankbar für die Aktuelle Stunde, weil wir nämlich heute in dieser Aktuellen Stunde einen Erfolg feiern können, einen Erfolg, der riesig ist, eine Verschärfung des Sexualstrafrechts und eine Schließung der Strafbarkeitslücken. Das hört sich so theoretisch an, ist aber für die Opfer von entscheidender Bedeutung. Mit dieser Initiative, meine sehr geehrten Damen und Herren, gelingt es uns, die Opfer zu schützen und die Täter endlich zu bestrafen. Das ist wichtig. Und Nein heißt Nein, kann man nicht oft genug sagen, weil das versteht jeder. Also, wer nicht einverstanden ist, eine sexuelle Handlung an sich über sich ergehen zu lassen, da reicht es, heute Nein zu sagen. Und wer heute Nein sagt, der Straftatbestand ist so gefasst, da ist es jetzt möglich, das auch als Nein zu akzeptieren von demjenigen, der es nicht akzeptiert, und der muss dann dafür bestraft werden. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Schritt, dahin zu kommen, hat Jahrzehnte gedauert, inzwischen darüber zu diskutieren. Und die Initiative zur Änderung und Verschärfung, die kommen aus der Praxis. Die kommen von den Staatsanwaltschaften und den Richtern, die sehen, was vor Gericht bei den Verurteilungen nicht möglich ist. Und die haben gesagt aus der Praxis, wir müssen eine Verschärfung haben, und das seit Jahren. Das heißt, wir beschäftigen uns nicht nur die letzten zwei Jahre damit, Herr Kollege Rentsch, und unter der Führung der FDP-Bundesjustizministerin ist nicht einmal die Istanbul-Konvention umgesetzt worden, was eine Initiative hätte sein müssen, auf die man längst hätte kommen müssen. Das will ich an dieser Stelle auch einmal feststellen. Also, wir haben Voraussetzungen geschaffen, und der ursprüngliche Gesetzentwurf, der vorlag, ich will noch einmal daran erinnern, Frau Kollegin Hoffmann, Sie haben erst gesagt, Sie wollen heute nicht von Klein-Klein reden und haben dann mit Klein-Klein geendet. Ich will noch einmal darauf hinweisen, dass der Entwurf, der ursprünglich vorlag, Ende 2015, Nein heißt Nein, nicht enthielt. Und dass es zu verdanken ist, der Initiative der Bundesländer, die Entschließungsanträge mit vielseitiger Unterstützung auch mit Hessen gefasst haben, Nein heißt Nein in den Gesetzentwurf hineinzubringen. Und diese Eckpunkte im Bundesrat, die waren am Ende entscheidend für die Bundestagsfraktionen, noch einmal neu darüber nachzudenken und auch nach der Silvesternacht in Köln darauf zu achten, dass Nein heißt Nein endlich in diesen Gesetzentwurf kommt und dass nicht der ursprüngliche Gesetzentwurf beschlossen wird. Und der Kollege Maas hat sehr schnell gesagt, dass er damit einverstanden ist und diesen Prozess positiv begleitet. Unstreitig, ja. Und am Ende haben wir es zu verdanken, den Frauen und Männern in der Koalition von CDU und SPD, den Grünen und auch den anderen Fraktionen, die sich parteiübergreifend über Änderungsanträge unterhalten haben, die jetzt beschlossen worden sind und das jetzige Ergebnis vorlegen. Eine breite Zustimmung, die ohne die Bundestagsabgeordneten, den Druck vieler Verbände, vieler Frauen und Männer in den Ländern nicht möglich gewesen wäre. Und diesen Konsens sollten wir heute positiv feiern. Man kann es nicht genug erwähnen und nicht oft genug erwähnen. Es ist ein Schutz für die Opfer. Es ist ein Schutz für die Opfer. Und wir wollen auch dokumentieren, dass die Werte, die unser Grundgesetz uns gibt, nämlich am Ende die Rechte der Frauen und frei zu entscheiden,
wie man am Ende leben will, aber dass man auch frei entscheiden kann, ob man zu sexuellen Handlungen Ja oder Nein sagt, und dass man das nicht erdulden muss, wie das in vielen anderen Ländern möglich ist. Ich erinnere nur einmal daran, es hat 25 Jahre gedauert, bis die Vergewaltigung in der Ehe strafrechtlich relevant war. Und heute redet darüber keiner mehr, aber 25 Jahre haben all diejenigen dafür gekämpft. Und hier war es nicht viel besser an dieser Stelle. Deshalb finde ich, der Schutz der Opfer steht im Vordergrund, und das ist das Wichtigste. Ich will noch etwas sagen zu den Verhältnissen in der Silvesternacht in Köln. Manchmal ist es ja so, dass solche Ereignisse auch die strafrechtliche Relevanz und die Debatte darüber einen anderen Weg geben und ein anderes Licht geben. Natürlich. Die Ereignisse in Köln haben gezeigt, dass Gruppen sich gebildet haben, die am Ende Frauen eingeschlossen haben und aus diesen Gruppen heraus dann zufällig sexuelle Übergriffe erfolgt sind. Das ist das eine. Und zweitens ist deutlich geworden, dass viele Handlungen, die da passiert sind in der Silvesternacht, die rein das Grapschen betrafen, eine Strafbarkeitslücke darstellten. Und ich sage Ihnen, auf der Justizministerkonferenz 2014, als viele Kolleginnen auch von der SPD und auch ich das angesprochen haben, da gab es nicht eine Bereitschaft, darüber zu diskutieren, weil das als Lappalie abgetan wurde. Erst nach den Verhältnissen in Köln war plötzlich klar, dass das relevant ist und dass am Ende auch Herr Maas gesagt hat, das sind Verhältnisse in Köln, die können wir nicht zulassen, und wir müssen uns auch im Gesetz darüber Gedanken machen, ob wir das eigenständig unter Strafe stellen. Und deshalb gibt es jetzt einen eigenen Straftatbestand, der das bloße Grapschen, was eben, sagen wir mal, zu unterscheiden ist von Übergriffen, die tatsächlich schon eine sexuelle Belästigung sind, zu unterscheiden sind. Und dieses Grapschen und diese Anmache, jetzt gerade auch in den Schwimmbädern, die ist kein Kavaliersdelikt, sondern wird mit Strafe bis zu 2 Jahren Freiheitsstrafe bestraft. Und das finde ich richtig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Frau Ministerin, Sie denken an die Redezeit. Ich will noch kurz etwas sagen zu den sexuellen Übergriffen aus den Gruppen. Wir reden nicht davon, dass eine Gruppe einfach so existiert, sondern wir reden von Gruppen, die sich verabreden. Und das ist kein neues Phänomen im deutschen Strafrecht. Bei der Massenschlägerei steht das auch schon unter Strafe. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass CDU, SPD und auch die GRÜNEN das Projekt am Ende so einvernehmlich durchgebracht haben und wir am Ende eine gute Regelung haben. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, Nein heißt Nein ist auch im Aufenthaltsrecht implementiert worden. Auch das halten wir für richtig. Wer in dieses Land kommt, muss am Ende akzeptieren, wer so etwas tut, kann auch abgeschoben werden. Und deshalb finde ich auch diese Regelung wichtig. Zum Schluss ein Erfolg. Nein heißt Nein. Lassen Sie uns im Sinne der Opfer weiter dafür kämpfen, dass das Sexualstrafrecht in diesem Sinne und der Opferschutz weiterentwickelt wird. Vielen Dank, Frau Ministerin. Damit ist der Punkt 42 erledigt.